LPL versus LCK. China gegen Korea ist hier das Motto. Jetzt werden sogar die Bans eingeblendet. Oh, Weiß gebannt. Und Riot's First Bun. Man will halt Faker nicht betrügen lassen. Das ist wirklich, also wenn Faker Ryzen ist, wie cheaten so. Das geht halt nicht. Und GP, Mundo auch draußen, Quinn, Elise, alles Standard-Buns, Lulu. Wer bedrohlich ist, auf jeden Fall noch Lee Sin. Wenn man sagen kann, das ist jetzt ein cooler Pick. Rek'Sai aber auch eine... Rek'Sai ist, denke ich, die Version, wo ich sage, hier steht auch dieses Ward-Item viel besser. Man kann natürlich auf dem Blue Sprite spielen, aber das Warding ist halt ultra solid auf ihr. Und das wird jetzt, glaube ich, so ein richtiges Tryhard-Worlds-Nachholespiel. Ja, mit weniger Vorbereitung quasi. Und natürlich nicht mit weniger Team-Synergie, weil es ist halt zusammengevotet. Game of Thrones, das ist auch natürlich so ein Ding, wo ich zum Beispiel nur 2 Folgen bisher gesehen habe. Da ist bei mir so, dass die Masse an Folgen, die schreckt mich irgendwie weiter ab, so wenn ich weiß, okay, du musst halt ich müsste anfangen. Jetzt 600.000 Folgen gucken, ja, um reinzukommen. Aber es ist auch der deepeste, krasseste Shit. Ja. So. Okay, Gragas. Wow, das ist aber auch richtig Worlds. Gragas, Rek'Sai, ich hätte es Lee Sin brutal krass favorisiert, wobei Rek'Sai jetzt stark gegen Lee Sin ist, wegen dem ganzen Abbreche des Dashes und so. Kannst ja wirklich das Q abbrechen, bevor es bei dir landet, wenn du dich zur richtigen Zeit ausgräbst. Das ist OP. Das ist dann doch eher schon Preseason, MF. Sehr also ich würde die Sandra richtig cool finden. Den Kalista auch super effizient. Ja, Kalista ist weg. Ja, kannst du einfach komplett auslöschen, so. Freut den Klick gegen Kalista ist einfach richtig gut. Jana. Jana ist ziemlich defensiv. Ist wieder ziemlich stark geworden. Ja, aber ich würde viel lieber vorziehen, jetzt einen Pick zu nehmen, wo ich Kalista das wegnehme. Jana, ja. Kalista, klar, ist nicht schlecht, weil es halt so krass aber, defensiv ist. Ja, aber mit Kalista kannst du eigentlich viel, viel besser offensiv spielen. Thresh, Brand, alles, was irgendwie offensiv ist, liegt in der Kalista viel mehr. Aber Brand reinschmeißen in den Fight? Oder halt rausziehen. Oh, nein, ja, stimmt, rausziehen ist eigentlich viel sicker. Man kann halt 2 Optionen wählen. Entweder du hast halt einen Tank, der übelst gern reingeht und den ziehst du bei Bedarf raus, oder du hast einen Squishy, der All-In wird und rettest den halt. Und den Squishy zu retten ist manchmal wirklich useful. Faker nun aber an der Reihe mit Prey. Sie werden wahrscheinlich die Midlane verdecken, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass Faker blind pickt, obwohl er wahrscheinlich das Potenzial dazu hätte, das zu tun. Nur mal die Frage. Oh. Trundle finde ich nice. Trundle Toplane ist solid und wenn du Rek'Sai ultest, hast du halt übelste Stats. Also die Killer wird Tank gehen. Vielleicht den Warrior, aber selbst das halte ich für ultra unwahrscheinlich. Na, bisher hat man aber bei LPL 2 Champions, die mit dem Pillar halt, die den halt komplett ignorieren können. Mit Lissandra, mit der Kralle, mit Rek'Sai, mit dem Tunnel. Mm, du kannst trotzdem Rek'Sai abbrechen im Tunnel. Kann man. Ja. Ist ja nicht schlecht. Aber wird anscheinend kein Tunnel, wird Victor. Also er gräbt sich drunter durch, aber du musst halt den Knock-Up setzen. Und wir haben es bei der ESL-Meisterschaft gesehen, wo eine Rek'Sai tunnelt und ein guter Trundle wusste, wo der Gegner wo rauskommt. So. Das ist ja brutal broken. Werden wir aber wahrscheinlich nicht Zeuge von. Zumindest vielleicht nicht, weil wir haben erstmal Victor auf der Midlane. Faker auf Victor. Kann man, denke ich, mitarbeiten. Thresh, Kalista auch eine super krasse Standard-Lane. Jetzt gibt es auf jeden Fall Tornados, ja. Ja, wir können nicht falsch liegen. Vielen Dank, lieber Chat. Tornados sind da. Hasaki zwar nicht, aber es ist halt... Through the wind! Oder keine Ahnung was die alte Tolle sagt. Über Jace Midlane würde ich mich irgendwie freuen, weil einfach nur Jace mal was Neues wäre, aber er würde Fieden des Todes. Ja, wahrscheinlich schon. Ich finde es halt wirklich eher traurig oder schade, dass man Jana so früh gepickt hat und dadurch jetzt LCK free einfach die Kalista Thresh-Länge gegeben hat. Das ist immer noch eine der dominantesten Lanes überhaupt. Gerade mit Thresh kannst du auch, wenn es jetzt wirklich eine Tristana werden sollte, mehrfach den Sprung abbrechen. Und bei MF kannst du auch ihre Mobilitätslosigkeit sehr gut ausnutzen als Trash-Kalista-Lane. Jana bist du natürlich ziemlich safe, aber gerade Pre-6 wird es trotzdem problematisch. Und es wird Jace. Ich denke, er wird ziemliche Probleme haben. Es kann natürlich auch Lissandra Midlane sein, aber ich gehe stark von Lissandra Toplane aus. Außer sie entscheiden es vielleicht noch spontan, je nachdem, was die Gegner jetzt picken. Ich finde es so seltsam mit dem Jace. Also ich freue mich, dass Jace da ist. Bei Jace haben wir lange nicht mehr gesehen. Was geht der vor allen Dingen? Penetration-technisch gesehen ist halt nicht mehr so pralle alles. No. Alle Charaktere, die einfach Last Whisper aus Prinzip gekauft haben, sind halt geschwächt. Mal gucken. Also spielt man Jace auf Crit?
Vielleicht These, mit Essence Weaver, ja? Vielleicht mit Essence Weaver. Essence Weaver, Jace. Oder Trinity Force für den Hammer. Aber Crit ist halt Käse. Crit bringt ja halt nichts für den Shock Blast. Aber für dein Hyper-Ding, für dein Hyper-Charge. Naja, Hyper-Charge, ja, gut, da bist du halt, nice. Da bist halt Nahkampf-Jace. Und der Gegen Victor im Nahkampf, tschüss. Das stimmt. Der bolzt dich. Also, Jace ist super stark im Nahkampf. Der macht übelsten Schaden, finde ich, in der Melee-Form. Prozentual, hat ein Disengage, hat viel Utility. Für einen Midlane, also für einen. Das ist ein Long-Range-Poke, Melee-Assassin, alles Mögliche, Dude. Aber irgendwie nichts richtig. Ja. Und Close Combat oder auf mittlere Reichweite kannst du gegen. Also, so die Hypercharge-Reichweite. Kannst du vergessen gegen Victor, der blastet dir einfach das Hirn weg. Und deswegen verstehe ich das nicht. Deswegen ist Jace einfach auch terrible gerade. Vielleicht sehen wir aber einen Death's Dance Jace, wo er halt seine Cooldown Reduction hat und wenigstens rohen Schaden und sich damit healt. Sogar ein Shockblast hier ist wahrscheinlich echt nicht schlecht. Ja, wobei es AOE ist. 4% vom Damage. Na gut, er trifft halt. Der Schaden ist aber halt bei 500, 600. Das ist halt trotzdem ein. Wenn du mit jedem Shockblast über 100 heilst, ist schon solid. Das ist schon okay. Aber. Einige Charaktere werden halt durch die Patch-Änderung leider so richtig hart vernachlässigt. Auch Kha'Zix und so weiter. Die ganzen Dudes, die halt mit vier rohen Schaden gearbeitet haben, die Last Whisper Power Spikes hatten, die Brutalisierer Power Spikes hatten, ist alles nicht mehr da so richtig. Aber mal gucken. Weiter bei der Brutalisierer hast du ja einen Kompromiss mit diesem neuen Item. Aber dann hast du halt keine Cooldown Reduction und der Shockblast, wenn du nur alle zwei Monate kommst, ist halt dir total egal. Auch, du brauchst halt die Cooldown Reduction. Ich gehe davon aus, er wird auf jeden Fall Yumus in seinem Item mit beinhalten. Oder wirklich Crit gehen, aber ich gehe auf Yumus aus. Ich gehe von Yumus aus. Yumus into. Ja. Black Cleaver vielleicht. Kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht Black Cleaver nimmt. Cleaver ist halt auch okay irgendwie, weil ja, es ja halt auch genervt wurde direkt, ne? Ist auch teurer geworden. ESM. Das ist halt so witzig. Alles klar. Korea gegen China. TSM. TSM. Sehr schön. Sehr schön und sehr klug. Ich finde es cool, dass in den Chat sich immer noch weit über Serien unterhalten wird, aber ja, ich habe auch irgendwie jetzt Lust, sowas zu gucken gerade. Aber no way. Das Gehirn täuscht einem was vor. Mf ist so schnell, ey. Mf und Janna ist auch so die Geschwindigkeitslane. Kann man gut mitarbeiten, aber Prey, Madlife auch auf Thrash. Ah. Oh ja. Das ist halt auch etwas. Du weißt ja wirklich, wenn du einen Spieler auf einem Champion hast, wo er einen Move einfach benannt oder wo ein Move nach ihm benannt wurde, dann kannst du dich schon mal freuen. Kannst du schon mal MF20 schon mal wie Insigli sind. Ah, okay. Aber es gibt, was gibt es? Es gibt Insect, es gibt Madlife. Gibt es noch irgendwas? Eigentlich nicht, oder? Naja, man kann auch. Also, man kann auch statt Madlife Bunny Fufu sagen, es geht auch noch. Ja, aber. Es ist halt Madlife nicht so ist krass. Schon etablierter, finde ich. Ja, ja, ist auch schon älter. Boah, Shockblast ging daneben, aber trotzdem wenigstens Thunderlords ausgelöst. Wenigstens ein Vorteil. Oh, schöner Lutsch. Ist auch nicht schlecht. Kleiner guter Tanz. Als Victor muss ja auch Rumble Main sein, so. Oh, es gibt noch den Double Lift. Und den Wild Turtle. Wild Turtle gibt es auch noch. Ah, es gab noch irgendeinen anderen Europäer. Ah, der Schockblast wieder nicht getroffen. Ärgerlich. Es gab noch irgendeinen Europäer, der irgendwas krass gemacht hat. Der Wulite! Aber was ist negativ krass? Ja. Genauso wie der Wild Turtle. Den Wulite willst du halt nicht machen. X-Packe, ja, X-Packe, genau. Die gibt's auch. Ich finde, es gibt auch noch das Soas Item Build. Ja, und ich würde den Soas mit dem Wegteleportieren. Ich habe noch nie einen Spieler so konsequent Teleport als Escape benutzen sehen wie bei Soas. Also, der macht das ja jedes Game. Sein Teleport Escape. Ja, da sind schon ein paar Moves nach Spielermännern. Oha, Madlife jetzt aber sehr wütend. Ja, er hat viel Schaden kassiert, aber Make It Rain. Discover Ward, ja. Stimmt, Discover Ward. Nicht schlecht. Ich sage ja, der Chat ist the best. Ja. Hotshot Nearly GG. Kick dir mal Brother in die Ass. Es gibt noch den Juke von. Wie heißt der Holländer? Holländer? Wie befindet sich Holländer? Civ HD? Civ HD! Ah, und zwar ja, den Brishi.
Ja. Wie hat er das genannt? Wobei ist jetzt mehr so der Jerk von der Jerk? Ein Jerk von Spasi? What? Er sagt immer statt Duke Jerk. Aber übel oft und übel gerne. Der ist Duke, er ist auch kein richtiger Name. Oha, Madlife schlägt schon wieder zu. PIL brennt. Oh, der Heal ist da. Clear Love zur Stelle, aber trotzdem das First Blood. Warum hat er sich nicht, warum ist er nicht weggerannt? Oder weggeflasht? Ja, da kam ein Autotech-Range, oder? Ja, er hat geautotaked. Er dachte, oh, ich bin safe. Safe, Clear Love ist da, aber no way. Er wurde ja am Ende gerendert. Gerendert? Er ist weggerendert. Von Callister. Wow. Kennt sich nicht so aus mit Schneidprogramm, oder? Hab Prey schon. Man kann rendern, man kann wegrendern. In den Slush. Sehr, sehr gut. Ripple Delete. Es gibt noch Dubstep Ignite, das würde ich vielleicht auch noch dazu nehmen. Ja. Das würde ich das über den Ding. Na gut, also es gibt schon einige lustige Begriffe, man merkt es schon. Gragas, ey. Gragas auch so, viel zu lange nicht mehr gesehen. Und er hat vor allen Dingen, wow, die Hunter's Potion genommen. Das ist neu. Ja, aber bei so Champions wie Gragas, die halt wirklich ziemlich gesund durch den Jungle durchkommen, kann man das wirklich verstehen, weil es ist super effizient. Wenn das einzige Argument für die normalen Potions ist zum einen natürlich der Keks, aber der erste Clear. Wenn du den ersten Clear ohne Keks, ohne drei Kekse solide schaffst, spricht nichts gegen die Hunter's Potion, weil die auf Dauer so kosteneffizient ist. Du kannst sie auch im Battle und so benutzen, das ist ja der Vorteil. Ray. Nimmt die Laterne trotzdem. Yellowstar. Ja, ist mir auch gerade mal eingefallen. Aber er hat halt so gut performt, dass es halt schwierig ist. Aber es gab der Solarbild, Off-Tanger-Kali. Ja, der Solarbild. Auf jeden Fall. Oh, voilà. Madlife fehlt den Hook. Ihr Selbstbewusstsein um 3% gesteigert. Für mich wäre jetzt eigentlich der Solar wäre für mich eher seine Skills 3 Level lang nicht skillen. Ja, das ist auf jeden Fall der Solar. Solar ist halt krass, die Ulti-Skills so mit dem halt. Halt, das irritiert mich. Das finde ich dann nicht konsequent. Ist, ne? Wenn du Level 6 bist, skillst du doch die Ult, oder? Ja, klar. Ich will nicht auf Level 5 das Q aufs dritte Stufe. Ja, mach ich ja meistens. Das ist nur bei manchen Szenen, wenn halt was Wichtigeres passiert. Ja, halt, what? Was ist denn wichtiger als Ulti? Alter, wie viel Lebensscore einfach konsequenter. Der wird da nie wieder gehen. Original Blue Card, ja. Blue Card, Smite Vicious. Ja, da kommen einige zusammen. Geht aber auch nur über den Chat. Und es geht ja witzigerweise über den Chat 7 Uhr morgens. Das ist wirklich lustig. Naja. Uzi wird jetzt gehookt. Und Messiah, genau. Mit der TF Ult Sonyas. Messiah. Messiah. Der Grosko ist dann TF Ult into nicht Sonyas, sondern sterben. TF Ult into Red Card. Down. Hätte halt übel viel Leben. Schaden, die werden einfach so zerstört gerade. Oh, da hat er wieder gesessen, da ist er down. Wow. Oh, da ging das Q daneben, das für Prey ärgerlich, nimmt trotzdem den Kill. Oh, der letzte Tower Shot nimmt ihn definitiv mit, saugt aber nochmal Madlife ein, um ihn umzubringen anscheinend. Der wird jetzt nämlich ordentlich abgerippt von Koro und Clearlove. Und geht da aber auch den Kill ab. Es ist lustig, wenn die Lander jemanden tötet und der als Eiszapfen. Flash into Maokai wie auf einen Minion, ja. Von wem war das? Warlord. Von Warlord. Nee, Warlock. Warlock, ja, stimmt. Warlock. Das war der Handlock, war das einfach noch. Sleeping Solar ist auch, das ist nicht schlecht. Der Tastatur einschlafen. Da ist ja nochmal schöner Hook auf jeden Fall von Madlife. Viel Schaden durch die Autotext und jetzt hier das PYL. Oh, der hat auf jeden Fall entweder PYL oder Uzi getroffen. So. Ja, aber ich glaube, Uzi hätte sich über PYL besser mehr gefreut. Besser gefreut? Besser gefreut. Na gut, Madlife ist jetzt hier komplett down. Aber sie haben auf jeden Fall beide Teleport verbraucht. Ja, aber es hat meinen Teleport nicht wirklich viel gebracht. Richtig. Also ein Lissandra-TP in die Masse schon rein, ist halt einfach nur... Ja, Double Kill. So, und dann einfach nur töten. Kann man gut machen. Der Uzi bemüht sich vom Farm her auf jeden Fall mindestens gleich zu halten, weil vom Kills kann der Prey überhaupt nicht mehr das Wasser reichen. Es war zwar ein Shutdown, was immer wieder nützlich ist, einfach dieses Bonusgold generiert, aber wenn eine Kalista ihre wirklich gurkenlastigen Items, die wirklich mehr Utility geben als alles andere, vor dir ist, dann hast du es schwer.
Aber du brauchst als MF halt diesen rohen Schaden, das in Massen. Die Kralle wurde einfach mit der CC geblockt. Koro, du bist tot. Frage ist, wer kriegt den Kill? Wow. Kurz. Wie einfach exploded. Aber Marin hat da wirklich gut mit Score zusammengearbeitet. Vor allem die CC-Chain, damit die Kralle nicht reaktiviert werden kann. Ist absolut godlike gewesen. Faker, nun, man sieht es. Close Combat kannst du vergessen als Jace. Ja. Du kriegst halt so ins Gesicht von Viktor. Er hat auch mit Cleanse mehr so einen, schon einen passiven Spell, weil nicht mal einen, der ihn ja wirklich rettet vom Schaden her, sondern der Schaden kommt trotzdem durch, nur er kann vom Stun halt ein bisschen schneller wieder weg, aber er denied keinen Schaden von Faker mit einem Barrier oder einem Heal, da würde er im 1v1 noch ein bisschen besser klarkommen. Ich denke, Cleanse ist eine gute Entscheidung, keine Frage, aber es macht ihn im 1v1 noch schlechter, wobei er mit dem Farm momentan trotzdem noch gut mithalten kann. Faker hat aber auch keine Schöpfung. Oh, der healt? Wow, die wollen auf jeden Fall auf der Lane bleiben, sonst hätte das niemals gezündet. Auch noch viele Vasallen, also sie hätten auf jeden Fall viel Turret-Schaden bekommen. So, doch, muss bedenken, Love-Tap wird auch auf den Turret gemacht. Marin ist auch in der Nähe. Keine Lust mehr auf Top-Lane. Madlef jetzt wieder von Make It Rain wieder viel Schaden erhalten. Max ist hier tatsächlich auch, ne? Hm? E-Max auf MF. Ja, klar. Die Rain ist halt einfach vom Grundschlag. Es wurde jetzt auch genervt. Jetzt der Box-Engage. Marin springt da dazu. PIR am Haken. Oh, schöne Ult. Hat einfach beide damit abreißen können. Das hat sich gelohnt. Er war ziemlich lange hier unten. Aber Laterne immer noch for the win. Aber Make It Rain zu maximieren wird es wahrscheinlich beim nächsten Patch ja nicht mehr gehen. Haben die ja runtergenommen. What? Alles klar. Da wollte er ihn gerade in den Tower werfen. Hat nicht so ganz funktioniert. Dieses Fass. So blockierend. Auf jeden Fall hat Score lang genug verteidigt, bis Marin wieder da ist. Score kann ja wieder endlos jetzt in den Jungle, kann seine Potions aufladen mit jedem großen Minion-Kill. Oder sagt sich, Marin, hast du eigentlich Lust, noch einen Kill zu holen? Weil ich sehe, du hast 4 Resistenzwerte. Koro wird es vom Bauchhammer definitiv getroffen werden. Oh, schöne Ulti. Hat sie als CC verwendet, aber kann halt nichts machen. Der Grundschaden ist halt einfach... Wah. Einfach nur hässlich. Also die Idee von Koro war nicht schlecht, sich nicht selbst zu holen. Jetzt aber Faker. Oh, schöner Flash. Das war wirklich gut gemacht. Das dürfte Faker nicht überleben, trotz der Ultimate. Schild ist auch noch das da. Das war richtig stark gemacht von Ulti. Hat aber auch sowieso den 2 gegen 1 Vorteil gehabt, wo einfach ein Viktor sehr schlecht aussieht. Ah, sonst wäre Faker vielleicht sogar weggekommen. Ah, bin ich mir nicht sicher. Madlef war in der Nähe. Also sie hatten ja beide Flash. Und haben es auch beide verwendet. Ja. Madlef auch beide Summoners rausgehauen. Gute Aktion. Man kann jetzt hier vielleicht sogar... Nein, den Tower will man noch nicht holen. Aber bekommt einiges an Damage und kann im Gold ein bisschen aufholen. Er ist schon hier 2500 vorn seitens Korea. Also da macht man wirklich einen guten Job. Gerade Marin ist 4-0 auf seinem Nah. Ja, das ist halt das super ekelhafte. Er ist vor allen Dingen defensiv gegangen. Ja. Also super viel im Koro macht ihm 0 Schaden. Er hat 100 im R. Das ist wirklich brutal. Und Koro geht auch noch die Tanky-Variante mit World of Ages, was ich gut finde, auf jeden Fall. Aber eben hat jetzt gegen Marin auf jeden Fall nichts mehr zu melden. World of Ages wurde ohnehin immer beliebter. Es gibt am Ende echt viele EP, ganz einfach nur stumpf. Ja. Und ist damit natürlich in der Lage, auch ein sehr slot-effizientes Item zu sein. Aber es ist halt sehr langweilig und stumpf. Es gibt ja halt keine Utility. Es gibt wirklich nur Roh-HP und EP. Wow. Die ja auch schon wieder ordentlich am Kassieren. Faker hat aber auch ein sehr träges Itembild. Jetzt Score zur Stelle. Kommt er mit dem Flash rüber? Nein. Fats wurde reingeballert. Die Ulti ist nicht schlecht. Faker wird weggeballert. Hat die Aggro. Oh, der Knockup! Kommt nicht mit dem Turret. Und man muss bedenken, er lebt noch. Rookie ist noch am Leben. Das Fass ist zur Stelle. Das ganze Team. Oh, ja, ja, der wäre beinahe trotzdem noch gewesen. Der wäre auf jeden Fall gestorben. Ja. Aber kein Killgold. Rookie hat das echt überstanden. Ja. Ohne Cleanse. Hatte Faker keine Ulti? Oh, Madlife geht da nochmal rein. Die Box ist drauf. Der Schaden ist ziemlich hoch. Die Masterwiesen machen möglich. Er wird nochmal eingesaut. Unterzahlsituation. Oh, Koro. Er ist so allein. Schöner Flash. Aber wo? Oh, er duked. Des Todes. Kommt vielleicht sogar noch weg. Marin hüpft da kurz zur Hand hinterher. Slowt ihn so gut er kann. Nimmt ihn auch auseinander. Stark gemacht. Starke Ulti einfach von Uzi. Ballert da einfach die Bullet Time. Vollöd in die Masse rein. Das ist schön gemacht auf jeden Fall von Koro. Shutdown jetzt dadurch für Uzi. Sonst wäre das alles so nicht passiert. Aber nicht perfektes Timing von Marin 2. Ich hätte da ein bisschen viel Zeit gelassen. Hätte gedacht, dass Koro
sich mit seinem Tod anfreundet, aber sie halten weiter entgegen. Es sind 2000 Gold hinten, das ist nicht wenig. Aber machen das Beste draus. Dieser Spell. Der ist einfach so effektiv. Er ist einfach nur super effektiv. Wenn ihr zum Akil auf wenig Leben kommt, ihr aber weg und dann Marin. Könnte sein Weh jetzt machen, aber war das halt ein Stück weit zu lange. Koro konnte da wegflashen. Aber das ist super stark gemacht trotzdem. Nichtsdestotrotz. Hier muss man dann so weit noch committen. Der Doppelsprung. Hier trifft dann einfach die Ul zusammen mit dem Shockblast. Macht kurzen Prozess mit Marin. Ist eine AD-Schaden. Und Marin hat halt nur MR bisher. Jetzt noch die Chainmas dazu. Drachen nun fokussiert. Das ist 14. Minute. Das wäre der erste. Das ist ziemlich langsam. Aber mit einer Kalista und auch einem Grage sollte es schnell gehen. Es ist viel. Trotzdem doch alle Schaden vom Jungler am Start. Und naja. E. Von Kalista. Sie haben auf jeden Fall einen gewissen Vorsprung. Und die Goldverteilung ist fast perfekt. Faker hat witzigerweise halt keinen. Er hat den besten Farm, so. Aber er hat kein anderes Goldeinkommen, was ein bisschen ärgerlich für ihn ist. Trotzdem ist es optimal. Ein gefeedeter Narr, der noch defensiv gegangen ist und trotzdem effizient ist. Ist halt super stark, wobei das Itembild halt echt ekelhaft aussieht. Das ist halt irgendwie von alles ein bisschen. Aber manchmal brauchst du einfach ein komplettes Item, um die Effektivität zu bekommen. Frozen Heart muss man halt zum Beispiel zu Ende bauen, damit es die Aura gibt. So. Faker hat sich auch die Refillable Potion geholt. Na, die wurde ja gebufft. 23er. Aber Kekse sind halt so. Kekse sind brutal stark, ja. Aber wenn du halt entsprechend ein Goldhaus auf 8 ist. Ist nicht schlecht. Thunderlord macht halt super viel Schaden. Ich könnte es halt verstehen, wenn man in der Mitte Teleport hat und relativ häufig in die Base geht, dann lädt es ja öfters auf, aber ansonsten weiß ich nicht. Kriegst halt einfach super strong. Rookie wieder in den Nahkampf. Macht das hier natürlich hier nicht schlecht. Hat Faker viel Schaden zugefügt, aber er verliert halt am Ende trotzdem. Überlebt zwar, aber du kannst halt gegen Victor nicht im Nahkampf bestehen. Bist da halt ganz schnell mal tot. Oh! Stark gemacht von Uzi. Hat ihn einfach nur kaputt geregnet. Jetzt aber Madlife zur Stelle. Kann er Rookie töten? Sieht nicht so aus. Prey saugt ihn auch jetzt erst ein. Der Knockback war nicht schlecht. Uzi leidet ohne Ende. Wird auch abgerippt. Ah, oh, dauert ein bisschen. Muss immer der Lag nochmal durch. Aber PIL konnte das Ganze überstehen. Shockblast ein Stück weit daneben. Also sie sind auf jeden Fall immer präsent, was definitiv nicht schlecht ist. Der Mittelturm dadurch jetzt aber ein bisschen frei. Prey Full HP wird den Tower hier pushen können. Vielleicht sogar einreißen, ja. Nur POL da, nicht mehr viel Leben, traut sich da nicht ran. Aber Marin auf der Toplane auch gefährdet. Er hat keine Ult mehr, ist auf halbem Weg zur Ult, beziehungsweise zum Mega nah. Aber auch er wird in Ruhe gelassen. Mittelturm geht down, 3000 Gold LCK damit vorn. War trotzdem noch relativ verhalten, also chinesischen Allstars halten noch relativ gut mit. Gerade Midlane. Kann man Faker bisher wirklich. Backport. Das ist ja kein normaler Backport hier von Mega da. Im Gentle Skin, das ist ja der Wahnsinn. Der Skin ist richtig nice. Der ist leider richtig tödlich. Gut. Vega hat schon viel Gold in den Hexcore investiert. Entfernt sich aber mit. Das ist ja das Witzige, ne? Früher war Victor super stark, weil er halt mit 1000 Gold eine gute Menge hat zum Backporten und sich quasi ein Item gönnen. Mit dem günstigen Needlessly ist aber nun schwierig. Ich glaube, ich hätte nicht nochmal den Hexcore gepackt. Wenn du den Laser hast, ist es safe und danach weiter Richtung Hourglass. Hat er hier irgendwie nicht gemacht. Das Hourglass würde ihm hier wirklich sehr helfen. Er baut auch in die Richtung. Ja, aber er hätte jetzt Needlessly schon haben können dafür. Aber stattdessen mehr Punkte im Chor. Er hat halt vor allem auch keinen Item-Slot mehr. Das heißt, er muss jetzt warten, bis er entweder seinen Sohn erst fertig hat oder aus dem Zauberbuch irgendwas machen. Oder die Potion wegschmeißen. Also, ob alles keine guten Entscheidungen sind eigentlich. Er könnte noch eine Corruption Potion draus machen für relativ wenig Gold. Ja, aber das würde ja trotzdem sein Item-Slot-Problem nicht. Ja, aber es würde wenigstens das Item schadenstechnisch sinnvoll gestalten. Aber ja, ist unangenehm. Jetzt musst du halt wirklich Stundenglas meinetwegen fertig bauen. Ja. Oder was verkaufen, aber das ist nicht die Option. Wir sehen auch Prey. Baut anscheinend Richtung Phantom Dancer. Oder aber in irgendwas Richtung Static. Static Kalista. Bei Runans, wird Runans inzwischen auch aus Steel gebaut? Ja, ne? Klar, alles wird aus Steel gebaut. Also wird es wahrscheinlich doch Runans werden. Ich weiß nicht, ich bin echt von.
von dem neuen Runans nicht überzeugt auf Kalista. Diese 30% Crit, die bringen dir halt so unglaublich wenig, weil du gehst ja trotzdem auf Blade, was dir On-Hit-Schaden gibt, was super ist, aber überhaupt keinen Grund-AD-Wert für die Crits. Das heißt, deine Crits werden einfach nur kitzeln. Es hat einen gewissen Grund-AD-Wert, aber er ist halt super bad. Ja. Das Ding ist halt, du hast nicht mehr großartig eine Alternative, weil es gibt halt in der jetzigen Meta kein Attack-Speed-Item ohne AD mehr, was großartig geeignet ist für Kalista. Runans ermöglicht dir einfach so viel. Das alte Runans war halt tausendmal besser für dich. Oh, der Hook hat schon wieder gesessen. PRL platzt schon ja, nach wenigen Sekunden auf. Beide Teleports, bricht das jemand ab? Nein, beide ziehen es durch. Wenn der eine kommt, muss der andere folgen. Geht das Ganze nicht gut aus. Aber ich gebe dir da recht. Oh, Koro. Will der wirklich rein? Nein. Ist ein bisschen seltsam gewesen. Aber ich gebe dir da recht. Ich hätte lieber auf dem Runans Schaden statt Crit gesehen. Dann wäre es ein ziemlich gutes Item. Ja. Jetzt aber Koro mittendrin. Prey kriegt hier ordentlich was ab, aber... In der Lantern abgeholt. Die Lantern, die war nicht mehr in der Lage. Kassel, Faker hat sich entschieden, auf der Toplane farmen zu gehen, anstatt seinem Team zu helfen. Das wird auch von der Eisseite ausgeklingt. Aber er wird den Tower dafür bekommen wahrscheinlich. Boah, wartet auch. Also sie wollen auf jeden Fall nervig sein und sich hier behalten, was eine gute Strategie ist. Aktuell können sie halt den Turret ein bisschen verteidigen. Ist zwar hier eng, was gut für Rookie ist, der seine Shockblast durchbekommt, aber der Turret wird durchgehen. Marien wird auch riesengroß, was halt nochmal, sagen wir mal so, 15 ja. Sekunden rausholt. So, der erste Tower auf der Top-Lane ist down. Die Frage ist jetzt, was macht Team Ice? Ziehen sie sich zurück oder kann Team Fire die Teleports abbrechen? Sie werden, denke ich, näher. Also Marien wird noch einen Felsen werfen. So, und jetzt? Wow, den hätte ruhig hinterwerfen können. Ja. Aber Faker sowieso schon in der Base, hatte hier nicht vor, weiter zu pushen. Hat jetzt sein Lich Bane fertig. Wow. Das ist eine Verkaufte. Hat aber gedacht, nee. Ich will mal lieber was Sinnvolles. Ryla ist halt wirklich cool. Es ist jetzt nicht der EP-Knaller. Es ist nicht der defensive Knaller, aber die perfekte Mischung aus allem. Und es gibt halt die Utility mit der Verlangsamung. Du kommst nicht mehr aus der Ult raus. Der Laser punisht dich super hart. Und selbst das Q ist not bad. Flash von Ruby. Ja, der ist tot. Oh, yeah, yeah. Oh, stark vom PIL. Oh mein Gott! Wie weit fliegt das Q? Das hätte ich Max nicht gedacht. Range Snipe hier von P. Way. P Way? Ich würde P Way sagen, oder aber Prey. P Way. P to the Way. P into the Wayness. 6-2 ist der Junge inzwischen. Hat dann am Ende doch noch Runans. Es ist einfach, dieser Effekt ist zu gut, um ihn nicht zu haben auf Kalista. Ja, massenhafte Sperre im Gegner und natürlich. Der Onnit-Schaden, der halt verteilt wird auf alle Ziele, ist definitiv nicht bad. Aber das hätte ich nicht gedacht. Also, ich finde, das Ezreal Q fliegt schon manchmal lang genug. Aber... Ich habe ja teilweise den Bug, dass du als Pulsfeuer Ezreal 30 Range mehr hattest auf dem Q. Herzlichen Glückwunsch. Clearlove. An die Wand gestoßen, wird trotzdem noch vom Fass verlangsamt. Knockup von Madlife ist da. Schöne Ultimate, aber es ist halt wieder nicht kombiniert mit weiterer CC. Wäre Koro da tiefer drin... Und hätte sie alle mit dem Frostring festgehalten, dann wäre es, denke ich, nicht schlecht gewesen. Jetzt treibt man sie in die eigene Basis. Rookie wartet da auf der Seite. Laterne wurde eingesetzt. Faker nun nicht mehr zu retten. So, wenn die Laterne raus ist, ist GG. Da hätte ich gedacht, dass Prey drüber springt. Ja, Prey hätte mit dem Q rüberspringen können, dann Faker die Laterne geben können. War ein bisschen egoistisch. Das wäre bei SKT nicht passiert. Nee. Aber dafür bekommt Marin hier den T2-Tower auf der Toplane. Kann man auf jeden Fall argumentieren. Ein Tod für einen T2-Tower. Wobei, ja, er wird jetzt mega und er wird ihn nicht bekommen. Das ist ärgerlich. Das ist einer dieser wenigen Szenarien, in denen du wirklich nicht mega nah kommen willst. Aber du machst aber mehr Schaden. Aber du musst halt den Mini. Ich denke, wäre er jetzt Mini nah gewesen, hätte er gnadenlos einmal weitergetankt kurz. Gnade. Score. Bei den Turrets zu verteidigen. Score hat mehrmals jetzt Gebäude verteidigt. Keine Vision und... LPL, die ahnen das nicht. Keine Vision und kein Schaden, ja, könnte kein man sagen. Ja, kein Jungler auch, deswegen ahnt man das hier nicht. Aber man hat Kalista natürlich. Es dauert eine Weile. Sie werden das nicht niemals expecten. Nee, aber den haben sie safe. Wenn du den Jungler unsiehst und, keine Ahnung, wahrscheinlich jetzt 39 Sperrer, der Junge? Ist klar, RIP. 3000 Damage. Oh, Prey, run! Er hat geheilt für die Beschleunigung. Oh, er saugt Koro aus. Und er hat keinen Flash, um ihn einzufrieren. Das war calculated. Sehr, sehr schön. Ein Calculate von Kalk, by the way. Rookie nun dabei, sich zurückzuporten. Also sieht nicht schlecht aus. Steht zwar 7-12, was nicht nach 4 Abstand klingt, aber es sind halt 5000 Goldgar durch den Baron. Ein Turret mehr
Und die Goldverteilung spricht halt immer noch für sich. Der Jungler stealt nicht. Der Toplaner ist Gefiede des Todes. Dann finde ich immer noch ein ziemlich langsames Itembild. Also, da geht auf jeden Fall mehr. Es sieht so schwach aus. Aber er ist trotzdem unglaublich stark. Aber er ist halt durch die Level, ja. Alles. Ja, er hat auch 100 MR, 120, 130 Armor wahrscheinlich und auch nicht wenig Schaden. Und ordentlich Leben, natürlich auch. Ich denke, der Einzige, der richtig gefährlich wird, oder ist, ist Uzi. Ja, Infinity Edge jetzt auch am Start. Infinity Edge und Essence Weaver mit der Ulti kombiniert, da kannst du schon einiges an Schaden rausdrücken. Rookie wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber der braucht halt das Manami. Und ohne das Manami bist du halt, Muramana meine ich, bist du halt wirklich bad. Und ich frage mich, ob diese Pickaxe ein Last Whisper wird. Ja, ich gehe fast von aus. Es muss, glaube ich, auch sein. Weil es, wie gesagt, Last Whisper ist halt ultra bad aktuell, wegen dem Bonus, in der Bonusrüstung. Aber Marin hat viel. Score jetzt ein bisschen am Leiden. Der hochgeht durch. Mad Life. Kann gerettet werden. Dafür ist Prey da. Aber was ich sagen würde, jeder hat ein bisschen Armor. Jetzt Marin ist fast mega nah. Die sind so eng beieinander. Aber kein Follow-up da. Er hat wieder Flash. Oh, die sind halt so juicy so. Halt nee, übelst. Faker als Botlane, das würde wenig Sinn machen. Es ist, es ist echt verlockend, aber ich glaube. Jetzt dreimal Ult. Da war auch gerade viermal alleine, ne? Muss langsam auch aufpassen. Ja, wird jetzt wieder kleiner und zieht sich zurück. Das ist natürlich bitter, wenn du darauf nicht achtest, ne? Und dann als Mini-Nar reinflasht. hi. Und dann steht einfach Ultimate not yet ready. Das ist einfach nur. dieses komische Geräusch, wenn du einfach nicht, dass du nicht drücken kannst. Oh! Wo war Prey da? Wo war Madlife? Sie traden halt wirklich intelligent. Sie verlieren einen Mann, kriegen dafür aber einen Turm. Diesmal war es der T2-Turm auf der Botlane und der ist nicht unwichtig. Sie wirken koordinierter als die Chinesen. Und den Turret. Turret kann man sogar eine gewisse Weile halten, weil. Hätte man halten können. Victor ist auf jeden Fall jetzt zur Stelle. Das heißt, Faker kann jetzt hier aufräumen. Zumindest was die Vasallen angeht. Oh, Double TP. Wer ist da effizienter? Oh, der ist aber klein! Haut sofort ab! Das ist doch natürlich. Die Geschwindigkeit war einfach super. Wenn der mega nah gewesen wäre, wären die alle tot. Da wäre Faker wahrscheinlich Flash-Ult und dann wäre einfach nur eine Atomexplosion da entstanden. Er geht auch auf Void Stuff als zweites. Das ist so interessant. Das wurde uns auch von Bjorksen präsentiert. Ein Item ausgebaut und dann Void Stuff schon. Das ist. Ja, also es ist zwar die MR von Clearlof. Ist halt sehr kosteneffizient, ja. Muss nicht so viel Gold ins Rabadon zu investieren, das heißt, er wird seinen Sohn jetzt auch früher haben. Ja gut, er wird. Ja, was ist hier früher, sondern das dauert jetzt immer noch Tage, er es hat. Ja, aber Rabadon wäre noch teurer gewesen. Rabadon. Ja, aber ich hätte Sohn ja trotzdem vorgezogen, anstatt Void. Weil Voidstuff bringt dir halt 0 gegen Uzi. Also nicht 0, aber du schredderst halt 10 MR. Nochmal 15 Master Reason Ruhen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, aber trotzdem. Ich hätte Stundenglas besser gefunden. Immer diese Strategie, man liegt vorne und geht defensiv so. Er liegt ja nicht vorne, das ist ja das Ding. Er ist 0-3. Er hat einen richtig krassen Farmabstand. Also da wird er halt seine 600, 700 Gold mehr haben, plus Turrets, plus Baron. Das stimmt. Ist natürlich mittlerweile abgelaufen, aber das Gold ist natürlich trotzdem auf dem Konto. Hook. Ah, der war knapp. Ich bin nicht sicher, ob man auf Clearlof aber engagen sollte. Er hat halt wenig Rüstung. Eine Stoffrüstung, der Rest ist halt. Und Ninja-Tabi ist okay, aber es ist halt wirklich insgesamt wenig. Natürlich die Aura mit dem Locket. Trade ins eventuell Drache gegen Midlane. Aber es sieht so aus, als ob die Spieler der chinesischen Liga. Ah, sie können sich gar nicht entscheiden. Sie pushen weder hart, noch forcieren sie in irgendeinen Drachenfight. Kalista, das ist quasi dein Todesurteil, wenn man da anfängt. Marin wird fokussiert, der verwandelt sich gleich, zieht es auch durch. Ultimate sofort raus, ist immer noch am Leben. Jetzt wird hier jemand eingesaugt, schön gemacht, kann die Leute zurück. Wir haben Clearlof. Oh, der Faker. Ult! Die tat auf jeden Fall ordentlich weh. Die Leute sind aber brutal low und Faker. Ja, nimmt die alle auseinander. Man hätte hier 4 Leute getötet. Rookie ist aber noch am Leben. Mit der Wichtigste, wenn es ums Defenden geht. Und ne, man zieht sich hier zurück. Zumindest Marin. Und wird wahrscheinlich. Man hat einfach. Also, ich kann es verstehen, wenn man denn der Frostring auf ihn gekommen wäre. Aber Kuros Ultimate. Auf einen ziemlich roten Balken. Marin war gezwungen, dann nur einen Mann zu holen. Er hat nur Clearlof geholt. Ich glaube, der hat 2 sogar getroffen.
glaube nur Quedaf. Aber auf jeden Fall war sein Ult nicht. Nee, nur. Nee, nee sogar. Nee, Rookie ist ein bisschen weit weggeflogen. Aber am Ende natürlich nicht den Einfluss gehabt. Aber hier am Ende. Das sieht gar nicht gut aus und dann kommt Faker. Zack! Drei Mann auf alle drei wichtigen Ziele. Uzi im Alleingang getötet, Rookie fast alleine getötet, das, den Teamfeld hier komplett gedreht. Richtig schön gemacht. Ja. Ich hätte gedacht, dass Uzi das Ganze eventuell turnt mit seiner Ulti. Aber auch diese wird ja unterbrochen durch Viktor, weil es ein kurzes Silence ist. Ja. Ups! Den Blue kriegt er nicht. Da ja, aber immerhin war er gezwungen zu smiten und Rookie kriegt jetzt seinen Blue natürlich auch nicht. Das ist mit. Mit Jace schon unangenehm. Und er hat jetzt auch das Whisper genommen, zumindest die kleine Variante. Wird es dabei wahrscheinlich auch belassen. Ich denke nicht, dass er jetzt früher Lord Dominic's Regards bauen wird. So viel Leben haben die meisten ja nicht bei Team Fire. Marin wird, denke ich, als einziger darunter leiden, weil er schon zwei Rüstungsgegenstände hat. Er hat halt wirklich viel Bonus-Armor. Das Score aber auch nicht wenig. Ja, stimmt, mit dem Frozen Heart. Frozen Heart und Linias. Ordentlich, aber es ist halt. Es ist halt so seltsam, dass sie halt den letzten Atemzug auf als Reaktions-Items genommen, Item genommen haben. Anstatt als Core. Für einige. Man müsste quasi so eine verbesserte Version des Brutalisierers haben. Das so ein 20 Penetration gibt oder so. Hm, ja. Einfach nur so einen richtig krassen festen Wert wenigstens. Ist ja quasi Yumus. Nur halt, dass Yumus noch viele andere Sachen gibt. Sehr teuer ist inzwischen. Aber die Attack Speed ist halt so. Du zahlst halt wirklich viel. Du kriegst viel, aber du zahlst auch viel. Ja. Und Last Whisper war halt immer dieses Item. Ich denke halt, dass für den Preis, was Last Whisper jetzt ist, ist es gar nicht mal schlecht. Aber es ist halt nicht mehr annähernd so kosteneffizient. Ja. Also die Penetration bei diesem Gegenstand kostet halt wirklich fast gar nichts. Ja. Die ist sehr, sehr billig, aber sie ist auch schwach. Wird leider Gottes als ultra, ultra schwach. Sie sammeln sich langsam hier in der Mitte. Score versucht auch die Flankierung. Aber die sich so eng beieinander stellen. Sie machen Leute hier bei Angst. Aber Vision diesmal da. Die Frage ist, kommen sie hier noch rechtzeitig? Teleport von Koro wird nun verwendet. Ich glaube, das schaffen sie. Also es sind schon einige Sperre drin. Lassen sich aber abbrechen. Marin ist halt auch riesengroß. Moment, Madlev gerade auf halbem Leben. Er wurde schon ein bisschen geschockblastet. Das ist natürlich nicht gerade angenehm. Marin, der verwandelt sich zügig zurück. Dann schließt sich halt das Zeitfenster für einige Zeit. Er wird dann erschöpft sein. Springt dann noch ein bisschen durch die Gegend für den Grundschaden. Er ist wieder klein. Oh, Frostring, draufgesprochen. Jetzt hat man sich wieder gegenseitig ausgesperrt. Sieht so aus, als ob Fire in die Base gelockt wird, aber ich glaube, das können sie sich auch aktuell leisten. Ja, aber Marin ist klein. Ist halt, wenn jetzt vielleicht die Mitte pushen, sie haben Minions. Ja, naja, genau. Deswegen, also sie werden halt nicht rausgerückt, sie werden halt in den Turret reingeballert und der ist weg. So, der hält halt nichts aus. Wobei, das war wieder ein guter Schockblast. Also Madlife kriegt viel zu viel Schaden. Kann natürlich immer noch vom Prey gerettet werden. Das Down, das war richtig gut gemacht. Ja, sie hat einfach. Fire hat es einfach zugelassen, also die. Koreaner wussten aber ganz genau, na gut, die Richtung wollen wir sowieso. Und die drei Vasallen, die übrig waren, haben halt genau ausgereicht. Prey halber AP verloren. Das wird jetzt ein bisschen gefährlich, auch keine Ultimate mehr. Jetzt müssen sie sich zurückziehen und kann Eis jagen, das ist die Frage. Marin könnte man jetzt hochwerfen, der Hook geht daneben. Sie sind halt so low, aber können vom Shockblast gerade nicht gechased werden. Koro muss da raus. Das war gefährlich. Jetzt kommt die schöne Gragas Ultimate. Uzi in keiner guten Position, jetzt mit der Ultimate. Noch einen mitnehmen können, aber es hat nicht am Ende gereicht. Rookie umgefallen. 4-2. Der Platz am Ende doch noch. 5 am Ende zu 1 getauscht. Madlife ist der einzige gefallen. Es hat auch mit Abstand am meisten kassiert. Aber die Ultimate von Score. Super richtig gut. Richtig schön, ja. Uzi ins Team gebracht. Er hat ein bisschen ulten können. Das war nicht schlecht. Und ganz ehrlich, sie haben halt hier lange durchgehalten, wenn man die Leistung der Chinesen bedenkt. Während der Worlds. Also der Patch liegt ihnen auf jeden Fall etwas mehr. Es war aber trotzdem ziemlich, ziemlich eindeutig von Korea. Gerade Marin, gerade die Botlane. Faker hat ein paar Schwierigkeiten gehabt am Anfang. Ist da relativ gut rausgenommen worden aus dem Game. Der Jace-Pick hat irritierend gut funktioniert. Es hat Probleme gehabt, halt nicht aber, bad immer the wieder, lane, ja, aber immer wieder knapp davon gekommen. Im Endeffekt aber hat er trotzdem seinen Job in den Teamfights gemacht. Die zwei Ults gerade, absolut Zucker. Richtig. Und auch dieser Moment, wo sie gejagt werden, ist eigentlich, also oder jagen konnten, war eigentlich nicht schlecht. Aber Koro wurde einfach nur zerstört nach dem E. Ja. Und der Reengage von Score war einfach nur delicious.
Ah, der war einfach sehr gut. Können wir nicht anders sagen. Sie haben natürlich auch einen riesen Goldvorsprung gehabt. Und wie gesagt, die Goldverteilung war auch sehr optimal. Score hat gut die Ultimates gelandet, hat nicht gesteelt, viele, viele Kills abgegeben. Und das macht sich halt gerade bei größeren 3-4-Mann-Situationen bemerkbar, weil dein Assist-Gold halt richtig low ist und der Kill zwingend auf dem richtigen Champion sein muss. Und es war einfach immer Marin und Faker. Nicht Faker, sondern Marin und Prey. Preys Schaden hat man jetzt doch ganz gut gesehen. Schön. Wir haben es überstanden. Easy. Ja. 7:30 ist es jetzt. Perfekte Zeit, um das Video zu Ende zu schneiden und mir zu überlegen, mit welchem Bus ich fahre. Du armer Mensch. Aber mit Schlafen lohnt sich jetzt halt null. Jetzt komme ich viel zu spät in Leipzig an, da habe ich auch keinen Bock. Das Beste ist, wenn man mit den eigenen Kindern Mittagsschlaf macht. Das ist einfach the best feeling. I got a feeling. Gut. Vielen Dank nochmal für alle, die jetzt sogar noch so tapfer zugeschaut haben. Wir haben heute echt einen ziemlich krassen Power Spike im Midgame gehabt. Ja. Also gegen 3, 4 Uhr. Danach waren auch selbst die betrunkenen Studenten irgendwann im Bett. Und ja, da bin ich dankbar dafür auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal an Lioncast, die uns unterstützt haben. Könnt auch hier definitiv bei Summoners Inn nochmal vorbeischauen, denn falls ihr gerade nicht live dabei schaut, sondern den Rebroadcast schaut, also ihr gerade nicht 7.30 Uhr morgens hier zuschaut, denn das ist quasi die Überprüfung, ob es live ist oder nicht für euch, dann könnt ihr hier immer noch am Gewinnspiel teilnehmen. Das Ganze geht halt übers Wochenende. Maus, Tastatur und Keyboard gibt es dabei von Lioncast. Ne, Entschuldigung. Und Mauspad. Ah, Keyboard hat mich jetzt ein bisschen selbst geradet. Gibt es zu gewinnen. Und ja, bis dahin. Einen sehr, sehr entspannten Morgen und sehr, sehr entspannten Abend für diejenigen, die die Wiederholung schauen. Haut rein und viel Spaß beim Raid.